1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Naja, fast. Genau. So, können wir hier noch ein bisschen Kohle abschöpfen. Ja, da war ja noch was. Zack, 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 zack. Stein habe ich auch keinen mehr. Oh, es wird schon wieder Nacht. Zack, zack. Okay, dann sind wir da auch schon wieder tot mit Gematerialitäten. Dann würde ich hier vielleicht dich mal mitnehmen. So, noch eine Kiste sollte ich haben. So, das Zeug brauche ich gerade nicht. Das habe ich, das ist okay. Das könnte ich theoretisch auch umändern. Jo, passt schon. Dann würde ich diesen ganzen Schotter mal nach da... diesen ganzen Schotter mal nach da drüben packen. Einfach damit es einheitlich beisammen ist. Und die Kiste kann von mir aus auch darüber. Nee, die Kiste sollte hier hin. Okay. Und dann würde ich mir noch eine neue Spitzhacke bauen wollen. Super. Okay. Und da gab es ja Kohle. Also hier gibt es Kohle. Da gibt es Kohle. Da gibt es Kohle. Da gibt es Kohle. Fackel. Ich wollte eigentlich schon mal wieder eine Aufnahmepause machen, muss ich sagen. So, okay. Da haben wir die Kohle gehabt. Das passt schon. Können wir hier noch wegmachen, die Kohle. Dann würde ich da oben vielleicht, sagen wir mal, hier eine Fackel hinsetzen. Können wir Schotter mitnehmen, dann würde ich hier Kohle mitnehmen. So. Und hier würde ich eigentlich fast sagen, hier müsste es einen Durchgang geben, und zwar einen 1 zu 1igen. So, und da können wir eigentlich schön nach unten ziehen. Okay. Das passt eigentlich alles. Kann ich jetzt wirklich in aller Ruhe hier mich mit dieser Mine vergnügen, wenn ich Lust drauf habe. Eben auch, weil sie einfach so unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Und auf der anderen Seite kann ich auch meinen Abstieg hier nutzen, um weiter nach unten zu kommen. So. Genau. So, dann würde ich dich mal wegmachen. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg und du bist auch gleich weg. Und dann bist du weg und du weg.
und Cheerio. So, und dann haben wir hier vielleicht die Möglichkeit. Also ich würde mal ganz gerne von der anderen Seite das betrachten. Von der anderen Seite würde ich ja vielleicht sagen, so, 1, 2, 3. Kommen wir hier rüber. Und sagen wir hier ein, von der Seite hier ist es halt eher. Von der Seite ist es halt eigentlich weder noch. Von der Seite mache ich das Loch voll. So. Genau. Dann würde ich hier sagen und hier sagen. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir anders. So ähnlich, aber anders. Ich würde das nämlich so sagen. So. Brauchen wir nochmal eine Spitzhacke. Dann würde ich hier sagen, zack, 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 geht's hier rüber, zack, 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 das haben wir. Dann können wir hier, ja, da war es ein bisschen anders, zack, und dann würde ich hier sagen, da und da, du kannst wieder weg, dann würde ich dich sagen, und du. Schön. Schön, wenn es langsam alles so Gestalt annimmt und Form und so. Das ist echt toll. Okay. Aber an der Stelle denke ich, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und so. Und man sieht sich, vielleicht esse ich vorher noch eine Kleinigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Wir sind jetzt hier in dieser Zwischenebene. So, da war gerade ein bisschen Grafikbug. Und wir waren gerade dabei. Okay, das ist cool, dann kann man das gleich ausprobieren. Wir waren gerade dabei, hier ein bisschen auszumisten, aufzuräumen, was auch immer. Ich habe mir jetzt Inventory Tweaks angemacht. Und ich würde mal schauen, ob das jetzt für mich zumindest mit der Schaufel klappt. Spitzhacke weiß ich. Also weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber laut Beschreibung sollte mit Spitzhacke funktionieren. Fände ich ganz sexy, wenn es klappen würde, weil, wie gesagt, das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich das gerne hätte. Boah, das sieht schon cool aus irgendwie. Ich finde es immer so witzig, wie so ein. Ha! Perfekt. Okay. Gut, das heißt, ich kann mir jetzt 1, 2, 3 Schaufeln machen. Zack. Zack. Und zack. Der kommt darüber.
Und was mich mal interessieren würde, wahrscheinlich macht er das nicht. Also fänd ich schon nicht schlecht, wenn man da quasi sagen könnte, er baut direkt eins nach, wenn man das im Bauinventar hat. Aber wahrscheinlich ist es zum Zugriff ein bisschen komplizierter. So. Ha, wunderbar. Dann holen wir uns hier mal ein paar Dinger raus. Würde ich jetzt eigentlich fast mal ausprobieren wollen. Moment. So. So, hier ist ja. Oh, hier ist ja gerade gar nicht wenig Kohle. Also finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich freue mich über Kohle. So, dann können wir hier noch ein bisschen reinhauen. Und dann können wir eigentlich schon wieder darüber. Und mit der Schaufel. Da den Schotter einsammeln. So, da oben hätten wir auch wieder Kohle. Da haben wir quasi so ein bisschen einen Lichtschacht. Wunderbar. So, und dann ist ja hier so ein bisschen die Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Also hier sind wir ja da. Oh ja, da war ja auch noch ein Entdeckungsding. Was wir jetzt aber eigentlich, bevor wir jetzt hier wirklich weiter auf Entdeckungsreise gehen, machen würden, ist, ich denke, wir gehen tiefer. Weil ursprünglich wollten wir ja. Da fällt mir gerade ein, ich wollte ja eigentlich auch noch auf die Back gehen und gucken. So. Vier. Würde ich da nämlich nochmal hinhauen. So, und das wäre ja die Schachtel hier, also die Kiste. Und die wird ja eigentlich weitergehen. So, das wäre ja eigentlich hier so eine Plattform. Das ist völlig in Ordnung, dass wir hier die Plattform haben. Dann kommen wir hier rein, dann könnten wir hier die Kiste. Oh, die können wir sogar schon gleich leer machen. So, dann können wir hier die Kiste. Kommt denn der auf einmal schon wieder her? So, dann können wir hier die Kiste auch hier hinsetzen. Ja, so war das. Genau, dann können wir hier nochmal einen Lichtschalter hin, also eine Fackel. So, und dann würde das ja hier quasi weitergehen. Das würde ich quasi auch so haben wollen, dass wir da erstmal weiterlaufen, bis wir hier eben haben. So, weil das hier war ja quasi 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon in Ordnung. So wäre okay. Aber ich muss halt quasi mit dem auf dem Niveau bleiben. Und dann würde ich quasi da noch einen haben wollen. Genau. Diese Berandung. Und ab hier können wir jetzt quasi wieder runtergehen. So. Hier einen runter. Und dann würde ich da oben eine Fackel hinhauen. Und dann heißt es hier ein runter, da ein runter. Und zack. Hier ein runter, da ein runter. Eins, zwei. Hier ein runter, da ein runter. Eins, zwei. Wie gesagt, wir wollen uns einfach noch ein bisschen tiefer in das Ding hauen. Eins, zwei. Eins, zwei. Und dann haben wir da wieder eine Fackel hin. Und so weiter und so fort. So. Und die Überlegung, die ich jetzt halt habe, ist, stimmt das dann? So. Das müsste ich ja ausprobieren können, indem ich zu dir sag, nee, zu dir sag, einmal. Ah, hier kann ich gar nicht hüpfen. Zweimal. Ja, wunderbar. Okay. Das funktioniert dann. Genau. Da ging es mir wirklich bloß gerade darum, das auszuprobieren. Jetzt finden wir es gleich raus.
Okay, also aus dem Ding hier rausnehmen, das tut er nicht automatisch. Das ist ein bisschen schade. So, fluff, fluff. Die zwei will ich noch nehmen. Dich habe ich und dich habe ich. Können wir dich nochmal dahin tun und dann würde ich vielleicht hier nochmal sagen, zack und zack, kannst da wieder zurück. Und dann können wir dich dahin knallen. So, dann haben wir einfach wieder 1, 2, runter und runter. Dann haben wir einfach wieder ein bisschen Spitzhacken im Inventar. Runter, runter. 1, 2, runter, runter. 1, 2, runter, runter. 1, 2 und dann würde ich jetzt hier wieder eine Spitzhacke hinhauen. So, was ich übrigens jetzt auch wieder gemacht habe, ist, ich habe dieses Advanced Spawning angemacht wieder. Ich glaube, dann spawnen die Monster nicht ganz so bescheuert in meiner Nähe, so wie sie es halt letztens immer taten. Ich meine, es war lustig, weil es halt quasi hübsche Schockeffekte bringt. Aber es war trotzdem nicht so wirklich zielführend. So, nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich möglichst weit runter, aber wir wollen natürlich auch die Gegend erkunden. Also das vergessen wir dann schon nicht, dass wir ja die Höhlen, die da oben rumgeistern, die wollen wir schon erkunden. So, und du und du. So, an der Stelle fällt mir aber gerade auf, dass ich vielleicht das Licht ausmachen sollte. Moment.